hoffe, dass das Psychologie heute, das ist ja ich glaube, mit einem guten Niveau, eine Zeitschrift, die sich eben um die Psychologie annimmt, die hat interessanterweise mir mitgeteilt vor ein paar Tagen, dass sie nicht an der Medienkonferenz teilnehmen, aus konzeptionellen Gründen, oder? Es ist ganz interessant, es ist eine so feine Bestätigung eben auch diese Feststellungen. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn eben jetzt da nicht nur auf das eigene Gebiet geschaut wird, oder? Psychologie schaut nur auf die Psychologie, sondern dass man auch sich vielleicht ein bisschen erwärmt für einen neuen Nachbarn und sich eigentlich so an der Grenze die Hände schüttelt und sagt, du, also ja, ich bin der Psychologe, ich mache das und das und ich mache das und das nicht oder kann nicht und habe nicht die Zeit und verstehe nicht, was du machst und zwar, weißt du, wir machen einfach das und das und du hast dich ja da gezeigt und es ist einfach schön, wenn ich auch verstehen könnte, weshalb genau noch, dass sie jetzt das nicht in ihr Konzept passt. Ich mache es ja jetzt auch so, zeige mich und dann können wir vielleicht dann auch gewisse Grenzprobleme vielleicht auch mit der Psychiatrie dann lösen, oder? Und nicht einfach nur das, die uns dann einfach nur verdrängen und sagen, das war uns Gebiet vorher, die Behörden haben das uns zugewiesen und wir müssen dann weiterhin leiden in ihren Gefängnissen, oder? Darum geht es so. Dann, ja, es ist viel Leid damit auch eben verbunden und das hoffen wir, dass wir das eben heilen können, eigentlich auch jetzt auf kultureller Ebene auch, oder? Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.